Hi, willkommen zurück zu Final Fantasy X hier in epischen Fight mit Yuna Lesker. Wir sind in der zweiten Phase gerade. Hälfte haben wir schon. Und ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil Yuna Lesker hat noch ein ziemlich gemeines Gimmick. Das einen ziemlich auf den falschen Fuß erwischt, wenn man das nicht weiß. Der Schaden von Schiefer hält sich jetzt in Grenzen. Aber sie kriegt auch nicht so viel. So, dann heilen wir uns einmal. Nach den nächsten Einsaugen sind wir in Ekstase. Und wir können zwischendurch mal draufhauen. Neutralisiert nämlich ein bisschen. Oh, nice, sehr schön. Einmal drauf. Jetzt greift sie an. Er macht Höllenbeiß, das ist mir egal. Jetzt habe ich zwei Angriffe nämlich. Einmal so. Ach, sie countert das, okay. Und jetzt kriege ich sie unter 20.000. Ich tue hier meine ganzen Bestien zwar verballern, aber das ist der safeste Weg, glaube ich, in die dritte Phase zu kommen. Weil sie halt ständig Höllenbeißer zaubern. Ich hätte vielleicht Kimari in die Gruppe von Auron und Tido stecken sollen und Wacker in diese Gruppe machen sollen. Weil ich habe so wie, mal abgesehen von Lulu, nicht wirklich einen Damage-Dealer hier. Weil Kimari macht 500 oder so. Lulu geht noch mit 1500, aber... Ah, keiner hat den Zustand. Okay. Dann kann ich... Wartet. Lulu ein bisschen aufheilen. Was? Das wurde mir nicht angezeigt. Aber sie hat ihn. Okay. Gene auf. Lulu, war klar. So, jetzt wird's wichtig. Wir bringen nämlich, bevor wir Yuna Lesker gleich killen, jetzt... in ein anderes Muster. Hat Wacker... Wacker hat nicht... Hast auf sich. Das ändern wir mal gerade. Höllenbeißer, das ist der beste Angriff, den du gerade machen kannst. So. Jetzt brauchen wir nämlich unsere drei Höllenbeißer-Freunde hier. Wartet, der hat keine Hast, oder? No. Weil jetzt geht Yuna Lesker in Phase 3 und packt einen ziemlich unfairen Kniff aus. Und zwar vernichtet. Dieser Angriff tötet alle Charaktere, die nicht in Zombie-Zustand sind. Ja. Sehr, sehr fies. So, und sie countert auch jeden Angriff. Tidus und Owen haben jetzt Ekstase, das ist sehr gut. Tidus hat zudem noch... Dings. Regener, okay. Auch Wacker.
jemand mit Tidus auf Energieregel. Wie viel Schaden macht das? Ich habe leider Bahamut schon verloren. Weil die letzte Phase von Nidoleska wird jetzt knifflig. Diesen Vernichtet-Angriff haben wir auch nicht das letzte Mal gesehen. Mit dem gehen wir auch mal auf die Ekstase. Haben wir ein bisschen Luck, dass wir das bekommen. Ich hoffe, wir kriegen noch mit Wacker die Ekstase hin. Der ist nämlich kurz davor. Weil der Ekstase-Angriff von Wacker, der ist ziemlich stark. Der von Owen ist auch nicht von schlechten Eltern. Ja, das ist nicht schlecht, das ist 8000 Damage. 310, okay. Ja, mit Wacker wird das eng, glaube ich. Weil er halt Regener jetzt schon hat. Ich glaube, ich switche mal gerade. Und mache Wacker mal von Zombie weg. Mindblaster, was ist das? Nein! Nein! Alles nur das nicht. Allheilmittel auf Yula. Was? Das funktioniert nicht? Okay, Owen ist normal. Höllenbeißer, scheiße. Ah, dadurch verliert Yula den Zustand. Okay. Weihwasser. Wenn ein Charakter diesen Zustand hat, ist das nicht so schlimm. So, jetzt kann ich den nämlich wieder hochheilen. Weil dieser Vernichtet-Angriff, der würde dann halt nur Wacker killen. Es kommt vernichtet, scheiße. Aber Owen und Tidus überleben. Aber es dauert das wieder eine Weile, bis der kommt. Was? Ich kann Dings nicht mehr zaubern? Jo, Yunas AP sind alle. Das heißt, Yuna braucht einen fetten Ether. Was? Weil sie Zombie ist oder was? Geht doch. So, Hälfte von der letzten Phase haben wir schon mal. Und wir haben Ekstase mit Wacker. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich gehe mal auf Weihwasser. Für Tidus. Oh,
und halt ihn hoch. Jetzt switche ich mal zu Orin. Weil der macht halt guten Damage. 3-2. Das ist sehr guter Damage. So, und jetzt hauen wir das Angriffstee raus. Das sollte mega guten Schaden machen. Jawohl! Komm, Wacka! Baller sie in eine andere Dimension. Oh! Oh! 2000 pro Hit fast! Mein Blaster. Stirbt Rowan davon? Nein. Oh oh. Höllenbalter. Okay, okay, okay. Damit kann ich leben. Weil jetzt sind die Zustände weg. 3-2 hat sie noch. Ich will aber, dass alle Erfahrung bekommen. Deswegen tauschen wir gerade mal und beleben. Bauern wieder. Komm, ein Hit noch. Vernichtet. Okay. Bauen ist wieder hinüber. Aber das ist okay. Den beleben wir nämlich einfach wieder. Kriege ich irgendwie einen Vernichtet hin? Wahrscheinlich nicht. Juna blockt mal einfach. Ich habe gesagt, Juna blockt einfach. Und Wacka! Hau sie weg! Woo! Endlich! Der Kampf ist schwer und ziemlich lang. Als ich Final Fantasy X das erste Mal gespielt habe, hat mich dieses Vernichtet so auf den falschen Fuß erwischt. Das ist echt ziemlich fies. If I die, so does the final Aeon. And with it, Spira's only hope. Then we'll find Spira a new hope. Fool, there is no other way. Even if there was, even if you did destroy Sin, you, Yevon, the immortal, would only create Sin anew. You, Yevon? Ah, Zaon, forgive me. Spira has been robbed of the light of hope. All that remains is sorrow. So. I cannot believe what we just did. Let's do something more unbelievable. What? Destroy Sin, so it won't come back. And without the final Aeon. I don't know how just yet, but I'll find out. Ja, große Rede, schwieg, aber keinen Plan haben. Ich bin schon froh, dass Yuna Lesca ohne Fail abgelaufen ist. Aber der Kampf hat sich auch ein bisschen lange gezogen, weil ich das mit der Bestia in Phase 2 halt auch ultra safe gespielt habe. Ich hätte theoretisch auch meine drei Mains einfach heilen können und dann kurz bevor sie in Phase 2 stirbt, warten, bis sie wieder Höllenbeißer einsetzt. Das wäre eigentlich auch... Ich glaube, das wäre sogar besser gewesen, ne? Naja. Ist jetzt egal. Sie ist besiegt. Mehr zählt nicht.
Was lernt denn der Wacker Schönes? Subspirit. Damit kann man ein MP stehlen. Kann ich mit dem Wacker nicht ganz so viel mit anfangen. Und wann lernt der hier endlich Huska? Da unten, ne? Gemar. Oh Gott! Das heißt, er ist noch von Huska relativ weit weg. Dann dauert das hier noch. Ups, ein zu weit gegangen. So, hier habe ich letztes Mal gefällt. Ich bin daran vorbeigegangen. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen korrigieren. Ist das denn was Wichtiges, woran ich vorbeigegangen bin? Tot, ja. Gegen so random Gegner ist das schon gut. Dass das gegen Bosse nicht funktioniert, sollte klar sein, aber gegen andere Gegner ist das halt gut. So. We must talk. What? There's something you should know. I know. It's about you, right? I am also an unsent. You are not surprised. I think I kind of knew. It was Unalisca, wasn't it? When Braska and Jekt died defeating Sin, I just couldn't accept it. I came back here, tried to avenge them. But she struck me down. Somehow I made my way, crawling down Mount Gagazet. But my strength left me, just outside Bevel. That's where Kimari found me. I told him about Yuna, just before I died. I've been wandering ever since, never going to the far plane. Aran. Don't make that face. Being dead has its advantages. I was able to ride Sin and go to your Xanarkand. And you've been watching over me since then, haven't you? Why? What's the big idea? Why me? It is one of those things that is difficult to explain. Very well, I will show you. My memories. Can I ask you one last favor? Nah, never mind. Out with it. Okay, listen good. Take care of my son. My son in Xanarkand, he's such a crybaby. He needs someone there to hold his hand, see? Take care of him, will you? But how am I supposed to go to Xanarkand? Hey, you said it yourself. There must be a way to get there, right? You'll find it. All right. I will. I give you my word. I'll take care of your son. I'll guard him with my life. Thanks, Aran. You were always such a stiff. But that's what I liked about you. That is why. Ja, dass Aran ein Leibloser ist, dafür gibt es viele Anzeichen im Spiel. Zum Beispiel, als wir in Gyordo Salem in Abyseum ist. Da wollte er nicht rein und sowas. Und immer, wenn Yuna besegnet hat, war er sehr weit von Yuna weg. Und die Szene vor dem Kampf gegen Unalisca, als er sie angreift, ist ein klares Indiz dafür. So, wir müssen noch hier
diesen besonderen Zeroid holen, um noch die letzte optionale Bestie zu bekommen. Aber ich glaube, das kann ich jetzt erst, wenn ich ein Event ausgelöst habe. Ich habe gerade gespeichert, ich brauche nicht nochmal speichern. Es kommen keine Zufallskämpfe, oder? Ja, genau. Wir lösen jetzt gerade mal das Event aus. Wie auch immer ich das mache. Muss ich hier eine Zeit lang laufen, oder... Ah, ja, jetzt passiert's, okay. Ja, und das dicke Vieh sollen wir zu Sieg besiegen. I know. The final summoning's gone. But I'll think of something. Just give me a little more time. Aren't we the happy-looking bunch? Frana! Frana! Where? Where? That all you can say? Why don't you think of something? Well? Any good ideas? Come on, help us! What do we know? Sin is Jekt. Thus you have a link, a bond with Sin. That may be our key. So, what do we do? We think, and we wait. Two things I'm bad at. Oh, der harte Typ kann auch weinen. So, wenn ich mich nämlich nicht täusche... Was? Der Albert-Händlerin hat eine Funktion angeboten, mit der sie von Speicherführung direkt aus Schiffs gelangt. Ach so. Das wollte ich ja mal gar nicht. Wenn ich mich nicht irre, müsste ich jetzt jeden Ort anfliegen können. We'll wait till you think of a plan. Get that noggin working. Achso, ich muss jetzt erst... We need to sit and think this through. Hier ein Event auf dem Flugschiff mal wieder auflösen. Still think
So much for the final Aeon solving everything. Rush this and we'll lose everything. We need to plan carefully. Wir müssen, glaube ich, zu Yuna. Die ist, glaube ich, hier oben irgendwo. Genau. I'm no good. At all. What are you talking about? All this time I've been thinking about how to defeat Sin. But I... Beyond the teachings of Yevon, I know nothing. I'm sorry. Yuna, no apologies. But... Apology is running. Yuna never run away. Thank you, Kamari. So, Kamari, you got any good ideas? Yevon's teachings. The teachings won't help us fight Sin. No answer in the teachings. Answers lie outside. Must know both sides to find answer. Both sides. Micah knows much. Find him. Make him talk. That's it! Kamari, you rock! Okay, das war, glaube ich, das Event, was ich auslösen musste. Jetzt müsste ich theoretisch jeden Ort anfliegen können. Hey, guys, I just had a great idea. It was my idea. Let me tell them. It's like this, yeah? I just thought... The hymn's the key. Ah! The hymn? Sir Jekt likes the hymn of the faith, correct? Yeah. That's why he was listening to it in Makalania. Sin, violence incarnate, listening peacefully. I know it's old, man, and I don't mean no disrespect, but... No, it's fine. I've gotten used to it. Let me say it. If we attack Sin head-on, we've little chance of winning. However, if he hears the hymn of the faith, he will become docile. Yeah, and that's when we make our move. Might be against the rules and all, but who's keeping track, yeah? Yeah? Yeah, it could really work. Yeah. Yeah, it's worth a try. So. Ah, jetzt steht's da auch. Sit ansprechen, um die Navigationskarte zu öffnen. Wenn man den Zielort auswählt, wird man nur dorthin befördert. Well, that sounds... Our baby here will take us anywhere we want. So, hier gibt's nicht eine Liste. Wir können so ziemlich jeden Ort anfliegen, wo wir schon mal waren. Die geweihte Brücke ist jetzt da, wo wir hin müssen, weil wir dort mit Micah sprechen müssen. Na, das machen wir... Ich weiß noch nicht, ob wir das schon im nächsten Part machen. Wir können auch hier... Genau, in Galmspira befinden sich 1000 Jahre Arturin. Enträtseln Sie die Geheimnisse der Albed und finden Sie die Passwörter. So, falsches Passwort, ich muss auf Suchen gehen. Wo war das denn, wo ich hin wollte? Ich habe nämlich keine Ahnung mehr.
Okay, der Yevon-Tempel Bartul entdeckt. Das ist der Ort, wo wir zu der letzten Bestie hin müssen. Aber da will ich noch nicht wirklich hin. Also, da gehen wir im nächsten Part hin. Die Wüste von Zanubia wurde entdeckt. Das ist mir auch erstmal egal. Wo sind denn die scheiß Omega-Ruinen? Ich weiß das nicht mehr. Waren die hier oben irgendwo? Auf jeden Fall werde ich zu den Omega-Ruinen ein bisschen grinden gehen. Dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Da müssen wir noch den letzten Fraktura-Seroid noch holen. Der ist noch in den Ruinen von Xenarkand bei der Prüfung da. Und dann holen wir uns die letzte Bestia und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich finde die Omega-Ruinen gerade nicht. Muss ich mir mal nachschauen, wo das genau ist und bis zum nächsten Mal. Ciao!